Was ist denn in diesen 6 Monaten passiert, dass sich dieses Ergebnis so deutlich verändert hat? Ja, so deutlich hat sich es auch nicht verändert. Es sind ein paar Prozentpunkte verschoben. Aber eines ist natürlich klar, dass im Vergleich zur ersten Stichwahl die Walze, ja, die gegen Norbert Hofer in Bewegung gesetzt wurde, noch viel, viel größer geworden ist. Es wurde viel stärker noch kampanisiert, es wurde das Ausland mit hereingeholt. Also es ist ein wirkliches Szenario der Angst auch verbreitet worden. Und offenbar ist es damit gelungen, doch ein paar Menschen auch zu erschrecken und abzuschrecken. Wir haben daraus gelernt. Wir werden das auch in die künftigen Überlegungen für unsere strategischen Aufstellungen mit einfließen lassen. Und ich glaube, dass es der letzte Wahlerfolg gewesen ist, den ein System erzielen kann, das sich nur miteinander einhängt, um jede Form der Veränderung zum Besseren zu verhindern. Welche Rolle wird Norbert Hofer bei künftigen Wahlen in der FPÖ spielen? Ja, ich gehe davon aus, eine wichtige. Denn Norbert Hofer ist von jemandem, wo uns Medien vor wenigen Monaten gesagt haben, dass wir mit ihm keine Chance auf den Einzug in die Stichwahl haben, zu einem großen Hoffnungsträger für viele, viele Menschen in Österreich geworden. Norbert Hofer ist vom Alter her, ist Mitte 40, jemand, der mitten im Leben steht und sehr, sehr viel politische Kraft noch entfalten wird. Und ich glaube, wir werden hier eine gute Aufstellung finden. An der Spitze unserer Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache, an seiner Seite neben ihm ein starkes, starkes Team mit Norbert Hofer und ich möchte es so sagen, noch mit mehreren Norbert Hofers, die wir auch in den kommenden Monaten dann im Zuge einer Wahlbewegung präsentieren werden. Welche Fehler sind denn bei Ihnen im Wahlkampf passiert, dass Sie da nicht nur an den anderen gelegen haben? Ja, das werden wir uns auch anschauen. Ich habe heute schon einmal gesagt, dass niemand perfekt ist. Wir sind es auch nicht. Aber Sie werden auch verstehen, dass das hier und jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist, eine wirklich solide Analyse abgeben zu können. Das wäre schlicht und ergreifend unseriös. Und wenn man eine unseriöse Analyse dann zum Ausgangspunkt für neue Entscheidungen macht, dann liegt man meistens ziemlich daneben und das will ich nicht. Halten Sie es für denkbar, dass Ihnen manche Wähler die Wahlwiederholung und die Wahlanfechtung übergenommen haben? Ja, das mag alles sein, aber das war ja nicht gemacht aus einer taktischen Überlegung heraus, sondern das war schlicht und ergreifend eine demokratiepolitische Notwendigkeit. Und ich glaube, für Norbert Hofer kann ich es auf jeden Fall sagen und ich glaube auch für Alexander Van der Bellen sprechen zu können, niemand, der Bundespräsident dieser Republik ist, möchte das sein oder dieses Amt innehaben auf Basis des Wissens, dass bei seiner Wahl massive Gesetzesbrüche und Unregelmäßigkeiten stattgefunden haben. Ich glaube, das ist gerade auch bei der Wahl zum Staatsoberhaupt, wie man so schön sagt, ein absolutes No-Go. Und hier haben wir insgesamt einen wesentlichen Beitrag zur demokratischen Kultur in diesem Land und auch zur Aufrechterhaltung der Rechtsstaatlichkeit geleistet. Das war gut so. Mit dem Schlendrian ist es jetzt offensichtlich vorbei. Und es ist wichtig, denn wir reden bei Wahlen vom Herzstück der Demokratie und jede Wählerin und jeder Wähler soll die größtmögliche Sicherheit haben, dass seine Stimme auch in der Form, wie er oder sie sie abgegeben hat, einen Einfluss auf das Endergebnis findet. Und so gesehen war es gut, dass diese Anfechtung stattgefunden hat. So gesehen war es gut, dass der Verfassungsgerichtshof diese Reparaturnotwendigkeit erkannt hat. Und so gesehen war es dann auch gut, dass diese Wahlen die wohl bestkontrolliertesten der Zweiten Republik gewesen sind. Vielen Dank. Gerne.